Svenja, Svenja, ich hätte euch gerne mit dem Sieg wieder begrüßt, aber es hat leider nicht gereicht. Ich habe gerade 2-1 verloren gegen Kanada. Ich würde sagen, so, es lag an der Zeit und an der Kälte. Also ich fand es schon relativ frisch auf dem Feld. Ich meine, das war ja für die beiden das Gleiche. Das ist eine Gleichheit. Ich wollte gerade sagen, das ist nicht der Grund. Die beiden haben ein bisschen mutiger gespielt als wir. Ja, ein bisschen unglücklich, dass die zwei Aufschläge von Svenja zum Beispiel knapp im Aus sind. Das waren ja super Aufschläge. Ja, ich denke, das ist so der ausschlaggebende Punkt am Ende. Ja, weil der erste Satz war schon wirklich deutlich auch. Gell? Zu 14 habt ihr den verloren. Ja, gut. Die haben super gestartet. Ja, bei uns hat es noch am Anfang ein bisschen gebraucht, um reinzukommen einfach. Keine Ahnung, woran es liegt. Also ich denke nicht, dass es an der Kälte liegt und nicht an einem mangelnden Warm-up. sondern einfach, die haben wirklich sehr gut gestartet. Wir haben ein bisschen gebraucht, um unseren Aufschlagdruck zu finden. Das hat im ersten Satz noch nicht so gut geklappt. Im zweiten Satz haben wir sehr gut aufgeschlagen. Und ich denke, im dritten, ja, war das, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, dass die beiden einfach ein bisschen mehr Druck wieder im Aufschlag gemacht haben und wir, ja, vielleicht ein, zwei Lösungen gewählt haben, die ein bisschen weniger mutig waren als die anderen beiden. Ja, gerade Melissa hat einige Line-Tots, glaube ich, abgelaufen von euch, wenn ich noch richtig im Kopf habe, die nicht platziert genug waren. Einfach alles ein bisschen früher gegen so ein Team. Ja, das reicht dann wahrscheinlich nicht mehr auf dem Level. Ich würde einfach jetzt das Spiel abhaken. Ich meine, wir haben jetzt ein nächstes großes Event vor der Tür, wo ihr wahrscheinlich, fliegt ihr direkt hin oder macht ihr nochmal einen Umweg? Nee, wir fliegen nochmal nach Hause. Und wie sind da eure Erwartungen? Wie weit rechnet ihr euch Medaillenchancen aus? Ja, über Medaillen haben wir jetzt gar nicht so gesprochen. Ich denke, wir wollen versuchen, unser Ding weiterzumachen. Unser Spiel spielen, das ist ganz wichtig. Dann mutig bleiben und weiter von Punkt zu Punkt. Und dann, genau. Ich würde noch so zum Venue hier ein bisschen was noch kurz wissen wollen. Ihr habt jetzt so ein bisschen ja den Vergleich. Ihr habt ein Timmendorf mit einer wahnsinnigen Crowd. Hamburg war auch schon gut. Jetzt leider heute ist noch relativ leer gewesen morgens. Ja, ist eben schwer zu vergleichen, weil leider, als wir gespielt haben, klar gegen Frankreich am Donnerstag war schon ein bisschen Stimmung. Ansonsten ist es natürlich einfach gerade noch sehr leer. Ich hoffe, dass es jetzt hier im Verlauf des Tages, weil jetzt am Wochenende ist, vielleicht ein bisschen voller wird. Aber ich glaube, es sind auch ein paar andere Groß-Events hier in Paris und ich weiß nicht, ob die dann auch vielleicht so ein bisschen daran Schuld haben, dass... Ich weiß nicht, ob Fashion Week zu uns kommt. Aber ich glaube, es ist auch noch irgendwie Rugby. Sollen wir rüberkommen? Aber ich glaube, es ist auch noch irgendwas mit Rugby, habe ich irgendwie gesehen. Ja, Rugby-WM läuft gerade zwei Monate. Genau, deswegen, also es sind natürlich so ein paar Events, die vielleicht dann auch die Zuschauerzahlen hier sinken lassen. Aber das Event an sich ist mega cool. Es hätte nur ein paar mehr Zuschauer verdient. So, allerletzte Frage. Olympia ist nächstes Jahr hier in Paris. Freut euch, also ihr seid ja auf dem besten Wege dahin. Safe ist es noch nicht, glaube ich, rechnerisch. Aber freut euch dann auf das Event, wenn ihr es schaffen solltet? Das klappt dann ja natürlich. Ja, aber ich glaube, da ist es noch. Für mich ist es gerade noch so weit weg, dass ich da gar nicht so viele Gedanken dran verschwende, ehrlich gesagt. Erstmal dann das nächste Turnier. Genau. Jetzt heißt es erstmal, das Spiel abzuhaken. Das, glaube ich, dauert noch ein paar Minuten. Alles dann kommt erstmal die WM und darauf freuen wir uns dann. Und alles andere ist Zukunft. Dann drücken wir euch die Daumen für erstmal die WM und dann schauen wir mal, ob wir uns vielleicht nächstes Jahr hier bei Olympia wiedersehen. Alles klar. Das wäre cool. Ciao. Ciao. Gute Reise. Danke.